Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Abend zum Thema Wasserstoff, zentraler Baustein für eine CO2-freie, neutrale Wirtschaft. Fragezeichen. Besonders begrüße ich unsere vier Redner des heutigen Abends. Herr Professor Armin Schnettler, der gerade dazu kam. Herr Schnettler, guten Abend. Guten Abend. Er ist der Vorsitzende von Siemens New Energy Businesses innerhalb von Siemens Energy, promovierter Elektrotechniker, Professor an der RWTH in Aachen und Präsident des VDE. Als nächstes den Dr. Uwe Lauber. Herr Lauber ist Vorsitzender der MAN Energy Solutions. Er ist promovierter Maschinenbauer der Universität Kronstadt und Vorsitzende des VDMA-Arbeitskreises Power-to-X-Anwendungen, was genau zum heutigen Thema passt. Guten Abend. Und als nächstes Herrn Markus Last, den Sprecher der Geschäftsführung von Erdgas Schwaben. Er ist von Haus aus Elektro- und Verfahrenstechniker der Uni Hannover, hat eine lange Technikkarriere innerhalb von Tygau und schließlich den Schritt zum Geschäftsführer der Tochtergesellschaft gemacht. Und schönen guten Abend. Als nächstes den Herrn Dr. Christian Hartl, Vorstand der Wacker Chemie, promovierter Chemiker der Uni Genf von Frankfurt und unter anderem im Vorstand zuständig für die Ingenieurtechnik und Forschung und Entwicklung. Wir haben damit auf diesem Gebiet unterschiedliche Perspektiven von Wasserstofferzeugern mit ihren verschiedensten, sehr unterschiedlichen Anwendungen und von Wasserstoffnutzern in der Industrie und Wasserstoffverteilern im Gasnetz. Ich hoffe, dass Sie, meine Damen und Herren, damit eine gute Vorstellung bekommen über die Bedeutung dieses Energieträgers Wasserstoffs und Rohstoffs Wasserstoff in unserer Energie und Wirtschaft der Zukunft. Für den heutigen Abend zeichnen zwei Ausschüsse des Wirtschaftsbeirats Bayern als Veranstalter, der Ausschuss für Energie unter dem Vorsitz von Dr. Schleich und der Ausschuss für Industrie, Technologie und Digitalisierung, den ich leite. Mein Name ist Edward Kubasik. Ich bin der heutige Moderator. Und unser Thema liegt mir vor allem nahe als Physiker und ehemaliger Vorstand von Siemens für die Industrie- und Mobilitätsgeschäfte und für die zentrale Technik. Kurz zu unserem heutigen Ablauf. Wir werden nach vier Einführungsvorträgen von etwa 10 Minuten von unseren Experten das Thema über meine Fragen und Fragen aus dem Publikum vertiefen. Sie konnten Fragen bis gestern Mittag einreichen und können auch heute noch über den Chat Fragen einreichen, die mir durch unseren Techniker zugespielt werden. Damit gebe ich das Wort an unseren ersten Experten. Bitte, Herr Professor Schnettler. Entschuldigen Sie. Gar kein Problem, lieber Herr Kubasik, und herzlichen Dank für die sehr freundlichen Worte. Vielleicht ganz am Anfang vorweg. Ich bin nicht mehr Professor an der RWTH Aachen, aber ich habe die Zeit 18 Jahre lang genossen, aber möchte mich nicht mehr mit fremden Federn schmücken. Vielleicht könnten wir die Präsentation einblenden, die kann ich hier nicht sehen. Sie hatten im Vorfeld einige Fragen an uns verteilt und ich möchte aus Sicht von Siemens Energy so das Warum, das Why, das What, was machen wir und wie machen wir das exemplarisch in einigen Minuten darstellen. Vielleicht so auf der ersten Textfolie, die nächste Folie,
geht dann darum, also wie sind wir positioniert als Siemens Energy letztendlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also von der Erzeugung und mit unseren Partnern aus der Siemens Gamesa, also sehr stark Weltmarktführer im Bereich Offshore Wind, decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab und wir stellen aus vielen Diskussionen mit unseren Kunden fest, das Thema Dekarbonisierung ist das quasi das Höchste auf der täglichen Agenda und auch auf zukunftsgerichtet und in allen diesen Bereichen, von der klassischen Generation Industrial Application, also Oil and Gas Geschäft, bis zu Systemintegration und mein Bereich, der hier mit New Energy dargestellt ist, das Thema Wasserstoff in der Applikation, in der Erzeugung und Nutzung ist ein tägliches Thema. Vielleicht nächster Punkt auch, wo sehen wir die Hauptanwendungsfelder? Letztendlich verbirgt sich das hinter dem Bereich Sektorkopplung. In erster Linie, wenn wir über Dekarbonisierung reden, dann reden wir zunächst einmal über grünen Strom. Das ist hier mit Green Power so ein bisschen hinterlegt. Fakt ist aber, auch wenn man unbedingt als erstes die Elektrifizierung zur Dekarbonisierung anstreben muss, sind doch mehr als 50% auch zukünftig des globalen Endenergieverbrauchs. Und wenn wir über Feedstock reden, also Rohstoffe letztendlich für die Weiterverarbeitung, die lassen sich nicht einfach dekarbonisieren. Alles, fast alles besteht letztendlich auf Kohlenwasserstoffen. Und da ist der Wasserstoff das zentrale Element, auch deswegen hier in Blau dargestellt, obwohl ich eigentlich die grüne Farbe mehr vertrete, aber basierend auf grünem Strom und dann eben die unterschiedlichen Applikationen, die ja hier mal dargestellt sind, also von der Mobilität bis hin natürlich auch in der Reelektrifizierung oder auch in Wärme- und Gasnetzen über petrochemische Anwendungen und natürlich auch über das Thema Ammoniak-Fertilizer dann letztendlich auch in der Agriculture. Vielleicht, wenn wir auf die nächste Folie gehen, ich möchte die Zeit nicht überstrapazieren. Das Wesentliche ist, dass wir relativ schnell jetzt in die Anwendungen kommen. Und Anwendung heißt letztendlich auch keine Subventionswirtschaft, sondern die Bereiche, die auch heute oder in naher Zukunft einen Business Case versprechen. Hier mal dargestellt vom Hydrogen Council oder Sie können auch beliebige andere Studien oder Übersichten oder Metastudien dann heranziehen. Immer dort, wo die Zahlungsbereitschaft am höchsten ist, haben Sie letztendlich, und darauf fokussieren wir auch, haben Sie die Anwendungen, die letztendlich die höchste Wahrscheinlichkeit haben, relativ schnell genommen zu werden. Und das ist hier links in der Mobilität. Hier rede ich jetzt nicht primär um synthetische Kraftstoffe. Das ist hier so ein bisschen geht das unter, weil es nicht die direkte Nutzung von Wasserstoff ist. Aber letztendlich haben wir weltweit 1,2 Milliarden Fahrzeuge. Und bis die alle durch Elektrofahrzeuge ersetzt worden sind, haben wir einen riesigen Markt, in dem wir nicht über E10 Kraftstoffe, sondern vielleicht über H10 oder H5 oder wie auch immer Kraftstoffe reden. Also dort sehe ich ein wesentliches Anwendungsgebiet in den synthetischen Kraftstoffen, wie auch natürlich in der Mobilität generell, wenn ich über Flugzeuge nachdenke, über Schiffe. Ich komme gerade mit dem Dr. Laube aus einem anderen, aus der Hannover Messe, aus der digitalen. Da haben wir das auch schon näher beleuchtet. Und wenn ich über Stahlanwendungen rede, die sehr stark regulatorisch dann unterstützt sind, dann ist primär hier sticht natürlich Stahl hervor und letztendlich auch mit entsprechenden Abstufungen dann auch andere. Ich möchte aber hier gar nicht im Weiteren darauf eingehen. Gehen wir mal vielleicht eine Folie weiter. Sie hatten gefragt, was machen wir, also wie gehen wir? Es gibt verschiedene Arten der Wasserstofferzeugung, auch farblich hinterlegt. Also mein Bereich fokussiert auf den grünen Wasserstoff und hier verwenden wir oder setzen wir sehr stark auf die sogenannte PEM-Technologie, Proton Exchange Membrane. Hat bestimmte Gründe, sind auch hier dargestellt, bekommen Sie ja dann auch alle zur Verfügung gestellt. Letztendlich ist noch eine relativ junge Technologie. Aber ähnlich wie im Bereich Windtechnik, wie im Bereich PV oder auch Leistungselektronik sehen wir das höchste Cost-Out-Potenzial bei einer entsprechend hohen, ich sag mal, Umsetzungswahrscheinlichkeit in Zukunft. Und hier so ein paar Gründe, warum wir das machen. Wichtig ist, dass wir es machen. Und wobei wir, das darf ich auch sagen, als Siemens Energy technologieagnostisch sind. PEM sehen wir heute als die Zukunftstechnik,
Wann immer es eine andere Technik gibt, die eben besser geeignet ist und besseres Potenzial verspricht, würden wir darauf setzen, weil das Thema grüner Wasserstoff oder Wasserstoff ist uns wichtig und die Technologie ist dann hier Mittel zum Zweck, darf ich auch als Techniker sagen. Vielleicht auf der nächsten Folie, wenn wir da mal weitergehen, vielleicht ohne in die Details zu gehen. Wir sind der Meinung, Big is beautiful und das kann man auch schön zeigen. Alle 4 bis 5 Jahre skaliert das, was wir letztendlich auch ausliefern, mit dem Faktor 10, ist so ein bisschen das Moore'sche Law der Elektrolyse-Technologie. Also seit 3 Jahren haben wir hier die 10-Megawatt-Klasse, die wir in den Markt gebracht haben und betreiben. Wir sind in den Projekten und hier die Zahlen, die Jahreszahlen, die Sie sehen, das ist im Prinzip Inbetriebnahme. Die 100-Megawatt-Klasse wird sicherlich 2022, 2023 in Betrieb gehen. Heute sind so die größten Anlagen in der Größenordnung 10 bis 20 Megawatt und wir arbeiten gemeinsam mit Kunden auch mittlerweile mehrere 100-Megawatt- bis Gigawatt-Klasse. Und dann können Sie sich vorstellen, dann geht es nicht nur um die Technologie selbst, sondern dann kommt die Systemintegration dazu. Wir reden letztendlich über gleichstrombetriebene Anlagen und dann sind so kleine Rahmenbedingungen wie Netzrückwirkungen. Diejenigen, die das Thema ein bisschen näher kennen, wissen, was ich meine. So 1000 Megawatt Netzrückwirkungen, gegebenenfalls sogar noch in schwachen Netzen. Das ist schon etwas, da braucht man ein bisschen mehr Kompetenz als lediglich hier die Elektrolyse selbst. Aber interessant ist eben die hohe Skalierung und Energiewende wird uns nur gelingen, wenn wir hochskalieren und das möglichst schnell. Und wenn ich sage möglichst schnell, dann sind wir bei der Abnehmerschaft. Das wäre auf der nächsten Folie mal das Thema Power to Liquid. Denn hier sehen wir auch heute schon eine hohe Zahlungsbereitschaft, sei es in der direkten Anwendung, Wasserstoff in Form von Brennstoffzellen. Der Markt ist aber dennoch relativ klein. Oder das, was ich vorhin angesprochen hatte, ich ersetze einen Teil des Kraftstoffes, den wir weltweit nutzen, sei es in Pkw oder Lkw, also im Landtransport oder eben in der Luftfahrt oder in Schiffen, dann via Ammoniak oder Methanol oder eben synthetischen Kraftstoffen. Ersetze ich dann letztendlich durch grünen Strom, den ich über, ich sag mal, die Transformation, wir nutzen quasi Windstrom oder grünen Strom und Wasser und machen aus Wasser letztendlich Benzin. Das klingt ganz interessant, ist vielleicht eher etwas für so einen Elevator-Pitch. Wo machen wir das? Also jetzt, wenn wir beim How sind, das wäre dann auf der nächsten Folie, haben Sie vielleicht mitverfolgt mit unseren Partnern, also lokalen Partnern, internationalen Partnern und Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums und hier natürlich auch ganz wesentlich der Offtaker, also der Anwender der Porsche AG, werden wir Ende des Jahres, Anfang 2022, werden wir eine komplette Power-to-Fuel-Anlage in Betrieb nehmen, also dort wirklich von Windstrom über die Systemintegration und dann Wasserstoffbereitstellung, Methanol und dann der MTG, also Methanol-to-Gasoline-Prozess, sodass letztendlich dann auch, ich sage mal, erstmal kleine Mengen, das ist eher, wenn Sie lesen, 130.000 Litern auf synthetischen Kraftstoff, das ist wirklich wenig, ist im Prinzip eine Pilotanlage, aber dann schon in 3 bis 4 Jahren, dann wollen wir in der nächsten Ausbaustufe über 50 Millionen Liter von synthetischem Kraftstoff dort herstellen, in Patagonien, in Südchile. Hervorragende Bedingungen, komme ich gleich noch dazu. Und schon 2 bis 3 Jahre später dann eben über 1/2 Milliarde Liter an synthetischem Kraftstoff und dann definitiv nicht nur für die 911er-Fahrer hier unter Ihnen oder unter uns, sondern dann letztendlich auch für die breite Masse. Dass unter dem Thema HaRoOni im Prinzip wirklich von grünem Strom zusätzliche elektrische Energie, ganz wichtig zur Anrechnung wirklich des grünen Kraftstoffs, also wir nehmen nicht bestehende Quellen oder die man anderweitig nutzen könnte. Das ist sicherlich in Patagonien nicht gegeben. Wir achten auch darauf, wo kommt das Wasser her, wo kommt CO2 her, damit man wirklich zertifizierten Grünstrom hat. Und dann auf der, ich sag mal, nächsten Folie reden wir vielleicht mal über Kosten oder über Preise und warum auch beispielsweise Patagonien. Das sind mal hier so ein paar Werte aus den Businessplänen. Da gibt es auch andere natürlich. Mit den hervorragenden Windbedingungen. Sie sehen hier über 6.000 Volllaststunden in Patagonien und 1,6 US-Cent pro Kilowattstunde, also 16 US-Dollar pro Megawattstunde, vielleicht auch ein bisschen niedriger.
Kommt man auf den Preis oder Kosten des grünen Wasserstoffs in der Größenordnung von 1,5 US-Dollar pro Kilogramm. Das ist ein hervorragender Preis, den wir dann auch in den nächsten Jahren sehen. Und dann kommt die nächste Verarbeitung, also die Derivate, indem wir dann über Methanol, Ammoniak oder eben direkt synthetische Kraftstoffe dann die grüne Energie dann nach Europa oder wohin auch immer transportieren. Das vielleicht in der Kürze, dann komme ich kurz zu meiner kurzen Zusammenfassung. Worauf fokussieren wir als Siemens Energy? Vielleicht jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge vom Markt kommend. Die Wasserstoffwirtschaft ist heute ein Hype, muss man einfach sagen. Es ist noch kein wirklich großer Markt, sondern ein Hype. Und wir arbeiten daran, zu unterstützen, dass aus dem Hype auch wirklich ein nachhaltiger Markt und auch profitabler Markt wird. Das ist uns wichtig. Deswegen fokussieren wir auf Referenz- oder Pilotanwendungen, durchaus aber auch in der 50, 100 Megawatt und mehrere 100 Megawatt Klasse dann jetzt aktuell in der Umsetzung. Es geht nicht ohne Partner. Das ist ganz wesentlich, gerade das war mit Porsche, also mit dem Offtaker. Wir haben MOUs unterzeichnet mit BASF als Offtaker, aber gleichzeitig auch als ich sag mal, Partner in der Technologieentwicklung, beispielsweise im Bereich der Katalysen oder unsere sehr enge Zusammenarbeit mit Air Liquide in dem Wasserstoffmarkt, insbesondere in Europa. So, und dann, wenn es darum geht, was habe ich für eine Technologie, wir müssen hochskalieren, höhere Fertigungsautomatisierung und auch Sicherung der Supply Chain, das Ganze möglichst resilient, damit wir keine Lieferkettenunterbrechung haben, wie wir oder in anderen Branchen hatten. Also ich möchte nicht das Thema der Chips zu sehr strapazieren, aber das sollte uns nicht überall passieren. Und finally, und das ist das, geht es letztendlich darum, die Technologie zu sichern. Elektrolyse-Technik heute, also Wasserstoffelektrolyse, ist noch nicht state of the art. Wir arbeiten sehr intensiv daran, wir lernen jeden Tag dazu. Aber wir sind sicher, dass wir entsprechend auch, wie wir es heute im klassischen Markt Kraftwerke herstellen können, in Zukunft dann eben Wasserstoffkraftwerke Ihnen hinstellen. Und ich freue mich auf weitere Diskussionen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Schnettler. Wir haben also hier ein großes Projekt unterwegs zur Erzeugung grünen Wasserstoffs. Ich vermute, Herr Last, wenn er jetzt zu uns spricht, wird sagen, sein Erdgasnetz ist gut für alle Farben. Und ich bin ganz neugierig auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, Herr Professor Kubasik. Also Sie haben recht, mir ist die Farbe vom Wasserstoff tatsächlich egal. Er muss halt CO2-neutral sein und die CO2-Neutralität kriegen wir natürlich über viele verschiedene Möglichkeiten hin. Ja, vielen Dank, dass ich heute die Möglichkeit habe, mal die Sicht eines Gasverteilnetzbetreibers Ihnen mitzubringen. Ich habe Ihnen quasi ein paar Folien mitgebracht, die das Thema nochmal ganz kurz einordnen und auch die Projektergebnisse, die wir mit anderen Unternehmen aus der Branche auch gemeinsam im letzten halben Jahr erarbeitet haben, auch nochmal zusammenfassen. Wenn wir vielleicht mal auf die erste Folie gehen. Ich finde, die ordnet das Thema, über das wir hier heute sprechen, nochmal sehr gut ein. Lassen Sie sich nicht erschlagen von den vielen Zahlen, die da draufstehen. Es ist quasi das, was wir an Primärenergie in Deutschland in einem Jahr hier verbrauchen. Das Stand ist auch relativ aktuell, September 2020, also 3.550 Terawattstunden. Was wir hier auch mitgebracht haben, ist dann mal, was haben wir eigentlich in den letzten Jahren EEG geschafft? Das ist eine tolle Leistung, dass wir von dieser Primärenergie 15% erneuerbar jetzt umsetzen können, aber haben auch 200 Milliarden Euro dafür ausgegeben, die wir über ein, wie auch immer, geartetes System, eben das EEG-System, umgelegt haben, sodass wir Technologien wie Photovoltaik und Wind, die vor 20 Jahren alles andere, aber nicht wirtschaftlich waren, inzwischen in eine Wirtschaftlichkeit gebracht haben. 85%, und das ist eigentlich eine der Kernaussagen, die wir vorhin in der Vorbesprechung auch schon hatten, sind zum ersten Mal Energien, die wir importieren. Also Deutschland ist ein Importland und wir werden weiterhin auch Importland bleiben, die wir aber auch ersetzen müssen, weil sie derzeit eben nicht CO2-neutral sind. Das heißt, wir haben jetzt noch bummelig 30 Jahre Zeit, 85% dieser Primärenergie, entweder durch Energieeffizienz, also jede Energie, die wir vielleicht nicht verbrauchen, ist eine gute Energie, aber eben auch durch CO2-Neutralität jetzt sicherzustellen. Und deswegen ist für mich aus dieser Folie die Konklusion, die allerwichtigste Botschaft, die ich auch gerne sehr laut in die Welt tragen möchte, dass wir ohne klimaneutrale Gase
wird es keine Energiewende in 2050 geben. Ausrufezeichen. Es wird die All Electric World nicht geben. Die großen Energiemengen, von denen wir hier reden, die werden wir eben nur durch ein primär strombasiertes System nicht gedeckt bekommen. So, und wenn diese Prämisse mal gilt, dass wir klimaneutrale Gase brauchen, dann ist ja die spannende Frage, wie kommen wir jetzt im Jahr 2021 dann in den nächsten 29 Jahren auch dahin? Wollen wir mal die nächste Folie machen? So, was habe ich Ihnen hier mitgebracht? Nochmal, auch sind viele große Zahlen, aber links sehen Sie nochmal das Netz, das Gasverteilnetz, teilt sich ja auf in die großen, in die Autobahnen, das sind die Fernleitungsnetze mit 38.500 Kilometern, und ich sage jetzt mehr die Landes- und Bundesstraßen, das sind die Verteilnetze, die unter anderem dann auch die Stichstraßen, das sind dann die Hausanschlüsse mit 512.000 Kilometer. Also wir haben in Deutschland im Status quo ein wahnsinnig leistungsstarkes Netz, Gasinfrastrukturnetz, mit dem wir ja derzeit auch, sagen wir mal, die Industrie in Deutschland und auch die Wärmekunden mit einer hohen Sicherheit versorgen. Und die Botschaft dann noch wieder aus dieser Folie. Also wir haben gasversorgte Haushalte bummelig 20 Millionen an dieses Netz angeschlossen. Ja, und diese Haushalte versorgen wir primär mit Wärme. Das ist der sogenannte Wärmemarkt. Am gleichen Netz hängt aber auch die Industrie und das Gewerbe, und zwar mit 1,6 Millionen Kunden. Und was man so in der Politik auch schon immer wieder hört, es wird darum gestritten, wo gehört denn jetzt der Wasserstoff eigentlich hin? Gehört er in den Wärmemarkt, gehört der Industrie? Die Hauptbotschaft ist, wir möchten mit unserem Verteilnetz auch den Wasserstoff zum Wärmekunden bringen, weil wir auch glauben, dass er da sehr effizient angewendet werden kann, aber eben auch zum Industriekunden. Und wir glauben, dass wir hier jetzt schon eine Senke, eine Energiesenke haben, wo wir diesen Wasserstoff, der in irgendeiner Form ja auch produziert werden muss, vernünftig auch sozusagen verbrauchen können. Nächste Folie. Deswegen haben wir auch, und das war, was ich kurz in der Einladung erwähnt hatte, das sogenannte Projekt H2 vor Ort initialisiert letztes Jahr. Und Sie sehen links, waren doch einige sehr potente Projektpartner aus dem Bereich der Energieversorgung, aus dem Bereich der Gasversorgung. Also wir haben hier mit den Projektpartnern 50% der deutschen Gasverteilnetzbetreiber wirklich in diesem Projekt zusammenbringen können und haben gemeinsam überlegt, wie fangen wir es denn an, wie machen wir es denn eigentlich, wie kommen wir denn eigentlich dahin, dass unsere Netze am Ende auch wasserstoff-ready werden. Sehen Sie auf der nächsten Folie bitte. Und ganz klar ist, wir haben einen klaren Weg beschrieben, den sowohl auch der DVGW, das muss ich nochmal aufklären, der DVGW ist der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches. Das ist sozusagen die Analogie zur DIN, die Deutsches Institut für Normung, was jeder kennt. Der DVGW hat sozusagen für die ganzen Gasthemen hier auch sozusagen die Kompetenz, Regelwerk zu gestalten und auch entsprechend umzusetzen. Und wir sind jetzt schon in der Lage, jetzt schon im Status quo schon in der Lage, bis zu 10% Wasserstoff in die bestehende Gasverteilnetzinfrastruktur einzubringen und haben dort eben auch, und das ist für einen Techniker wie mich auch insbesondere wichtig, das Regelwerk, um es am Ende tun zu können. Wir sind kurz davor, und das ist dann die mittlere Säule, bis zu 20% hier auch Beimischung sicherzustellen. Und das ist ja eine wichtige Botschaft, weil auch viele Gasgeräte auch jetzt schon in der Lage sind, mit 20% Wasserstoffbeimischung auch klarzukommen. Ja, bei den industriellen Anwendungen muss man ein bisschen genauer hinschauen, aber da gibt es sehr, sehr umfangreiche Forschungsprogramme, wo genau geschaut wird, welche Anwendungen sind denn wasserstofftauglich und welche sind nicht wasserstofftauglich. Und dann ist auch klar, wir wollen jetzt dann nicht jedes Jahr irgendwie wieder an der Prozentschraube hochdrehen, weil am Ende muss man sich auch auf das Gas auch einstellen können, was durch unsere Leitung transportiert wird. Wollen wir dann auch die 100% in die bestehende Gasnetzinfrastruktur einspeisen. Also wir wollen nicht unser Bestandsnetz entwerten, um ein neues Gasverteilnetz, ein Wasserstoffnetz aufzubauen und dann hier auch parallele Infrastrukturen dann auch vorhalten zu müssen. Also das ist der Weg, den wir hier gemeinsam gehen wollen. Wenn Sie dann nochmal auf die nächste Folie bitte gehen. Ja, wie kommen wir da jetzt hin? Ich hatte ja gesagt, es gibt die sogenannten Autobahnen und dann gibt es nachher die Landes- und Bundesstraßen im Verteilnetz. Und die Fernleitungsnetzbetreiber haben auch sozusagen das Backbone und haben dort auch der Politik schon vorgestellt, wie stellen sie sich eigentlich sozusagen dann auch vor, wie sie in drei Ausbaustufen ganz Deutschland am Ende auch mit den großen Mengen an Wasserstoff, die wir auch brauchen, hier auch versorgen können. Und das ist eben, sind diese drei Ausbaustufen. Ja, als Erdgasschwarm ist ein bisschen schade. Wir sind natürlich im südlichen Deutschland hier angesiedelt.
und sind erst 2040 dann, was die großen dicken Leitungen anbelangt, so weit, dass wir auch Wasserstoff in großen Mengen hier haben. Aber am Ende haben wir auch schon festgestellt, es ist auch noch eine große Aufgabe, das ganze Thema dann auch entsprechend zu transportieren und auch vor allen Dingen herzustellen. Wenn wir nochmal auf die nächste Folie gehen. Und so sieht das dann aus. Also wenn wir jetzt in 2050 sozusagen unser bestehendes Gas verteilen, in irgendeiner Region, Sie sehen hier rechts auf diesem, sagen wir mal, auf dieser Zeichnung eben eine Region, in der wir Gas verteilen, und zwar klimaneutrale Gase. Da haben Sie da oben dieses H2-Backbone, von dem wir ausgehen, da dann wird auch in der Tat das Wasserstoff verteilt. Haben wir aber verschiedene Netzregionen, in denen in der Tat vielleicht 100% Wasserstoff auch verteilt und auch angewendet wird. Wir haben aber auch nach wie vor ein wichtiges Thema Biomethan, auch ein CO2-neutrales Gas, was leider ein bisschen unterschätzt wird, was ja viel in die Direktverstromung derzeit auch geht. Und wenn das EEG dann leider ausläuft, dann werden wir diese Biomasse leider nicht mehr im Strommarkt haben. Da müssen wir uns überlegen, was wir damit machen. Wir glauben, dass wir Biomethan eben auch in 2050 brauchen, um klimaneutral zu sein. Und wir werden auch durch Elektrolyse, die dann in der Region auch Mengen erzeugt, hier weitere Gebiete haben, die wir dann hier entsprechend auch mit dem Wasserstoff umgesetzt haben. Also das ist ein bisschen in sehr kurzer und kompakter Form, weil wir haben ja heute auch nur 10 Minuten Zeit. Der Weg, den wir ganz klar gehen wollen als Gasverteilnetzbetreiber, wir fangen jetzt an und wir haben auch jetzt schon, wissen Sie, wir bauen seit nicht 25, 30 Jahren Polyethylenleitungen ein, die sind zu 100% schon wasserstoffready. Also will sagen, wir müssen auch, wenn wir jetzt sozusagen bis 2050 schauen, können wir mit überschaubaren finanziellen Mitteln auch unsere Netze H2-ready machen. So, und weil das im Titel des Vortrags auch ein bisschen gewünscht war, ist jetzt nicht unser Spezialthema, aber ich glaube, es ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, um auch die Diskussion, die spätestens ab September, wenn die Bundestagswahl dann war und wir da vielleicht auch eine neue Dynamik bekommen, das Thema, sag mal, wie wollen wir dauerhaft, sag mal, sichere Energieversorgung in Deutschland gewährleisten? Das ist aus meiner Sicht nicht stark genug im politischen Fokus. Da wird zu wenig drüber gesprochen. Ich habe immer das Glück, wenn ich diesen Vortrag halte und wenn ich heute aus dem Fenster gucke hier in München, also es ist zumindest bedeckt und es scheint recht windstill zu sein. Also ein klassischer Tag der Dunkelflaute, und da muss man kein Prophet sein, wenn man sagt, solche Tage werden wir auch im Jahre 2050 nach wie vor haben. Und für diese Tage brauchen wir eine Antwort. Und deswegen sind wir natürlich als Branche auch sehr stolz, dass wir sehr große Möglichkeiten haben, Energie zu speichern. Und wir haben hier die sogenannten Kavernenspeicher und wir haben die Porenspeicher, die Speicherbetreiber derzeit natürlich mit Erdgas auch entsprechend befüllen. Und die Zahl habe ich Ihnen mal mitgebracht, wenn man die österreichischen Speicher in unserem Netz mithängen, dann sind das 270 Terawattstunden Methan, die derzeit in unseren Speichern auch lagern. Das sind ungefähr, wenn man mal den Gasverbrauch, hier habe ich ihn mitgebracht, eines Jahres sich mal anguckt mit 962 Terawatt, schon ein knappes Drittel. Also ein knappes Drittel an Energie können wir wirklich in Deutschland in unseren Speichern entsprechend vorhalten. Das Gute ist, und ja, die Kavernenspeicher sind sogar jetzt schon in der Lage, auch Wasserstoff zu speichern. Also wenn wir dann irgendwann über Klimaneutralität und klimaneutrale Gase reden, dann sind die in der Lage, dieses eben entsprechend jetzt schon zu speichern. Während die Porenspeicher, da ist das mit dem Wasserstoff nicht so ganz einfach, da reden wir dann eher über synthetisches Erdgas, weil ja, es ist ja noch eine weitere Verfahrensstufe möglich und dann können wir aus dem Wasserstoff auch wieder synthetisches Erdgas machen. Die wichtige Botschaft ist aber, wir brauchen diese Speicher, um am Ende eine sichere Energieversorgung zu haben. Und das jetzt die nächste Folie ist auch mein Ausklang mit einem kleinen Augenzwinkern. Wir haben einfach uns mal den Spaß gemacht. Man muss es ja auch mal ein bisschen anfassbar und begreifbar machen. Was sind das eigentlich für Gasmengen, wenn wir jetzt auch Richtung Strommarkt denken? Also wenn wir diese 270 Terawattstunden Gas bei durchschnittlichem Wirkungsgrad in Deutschland mal verstromen, dann kommen da 108 Terawattstunden Strom raus. Und wenn wir mal sagen, wir wollen mal wissen, wie viel, weil das wird ja auch immer darüber, wird ja auch immer diskutiert, wir werden diese ganzen Speichern irgendwann in Akkutechnologien vorhalten. Dann haben wir das mal in das Modell Tesla hier mit einer 100 kWh Batterie umgerechnet. Und es entspricht in etwa einer Milliarde Teslas, die dann hier in Deutschland vor
gehalten werden müssten, um zumindest mal diese Menge an Energie, und deswegen soll nur dieses Bild auch dafür stehen, vorzuhalten. Und dass das natürlich, wie gesagt, mit dem Augenzwinkern zu sehen, das ist klar. Aber es geht darum, und das ist eigentlich die wichtigste Botschaft auch zum Ende meines Vortrages, dieses Thema Speicher viel stärker auch in die politische Diskussion zu rücken und da über Lösungen auch nachzudenken, die dauerhaft hier eine sichere Energieversorgung auch gewährleisten. Vielen Dank. Sie sind gemutet, Herr Professor Kubasik. Aha, können Sie mich jetzt hören? Hoffe ich. Ja. Ja. Man sieht, wir haben eine Infrastruktur, die für Wasserstoff leichter umrüstbar ist, als vielleicht manche von uns denken. Es gibt in den nächsten Vorträgen aber sicher noch ganz andere Perspektiven, die wir uns jetzt annähern können. Dr. Lauber wird erzählen, welche Methoden MAN einsetzt zur Erzeugung von Wasserstoff und Wasserstoffderivaten und hat auch ganz spezifische Anwendungen im Sinn. Dr. Lauber, bitte. Ja, herzlichen Dank, Herr Kubasik, meine Damen, meine Herren. Eine kleine Welt. Ich habe gerade, und Herr Schnettler hat es ja schon von Siemens gerade gesagt und erwähnt, wir waren gerade vor einer Stunde zusammen auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Hannover Messe. Und was für ein Wunderthema auch da, damals Wasserstoff. Und wir haben davon gesprochen, ist Wasserstoff ein Hype oder wird Wasserstoff zu einem Geschäftsmodell kommen und wann wird es so sein? Ich glaube nicht, dass jemand in Frage gestellt hat, dass Wasserstoff irgendwann mal ein Businessmodell sein wird, aber die Frage ist, wie schnell werden wir den Hochlauf überhaupt schaffen und Wasserstoff als solches, für welche Industrie ist es überhaupt notwendig, Wasserstoff anzuwenden? Und das ist eigentlich auch das Thema und Gegenstand der Diskussion von heute, die ich in meinem Kurzvortrag Ihnen mal kurz nahebringen würde als Impulsvortrag, als Anregung zur nachfolgenden Diskussion. Auf der nächsten Seite sehen Sie dann auch, wer ist überhaupt MAN Energy Solutions? Und ich habe hier große Ehrfurcht von dem, was der Herr Rudolf Diesel damals ins Leben gerufen hat, weil ohne die Erfindung der Dieselmaschine, des Dieselprinzips, glaube ich, wären wir wahrscheinlich heute alle nicht hier in der Lage, in dem Wohlstand, in den Räumen, wohltemperierten Räumen mit Strom versorgt zu werden. So, das heißt, unsere 260-jährige Erfahrung wollen wir natürlich auch in der Zukunft weitertreiben. Und dass die damalige MAN Diesel, die wir umfirmiert haben in MAN Energy Solutions, das soll Ihnen eigentlich auch zeigen, dass wir eine neue Strategie haben. Die Strategie ist geprägt, das sehen Sie auf der nächsten Folie, durch Dekarbonisierung, Digitalisierung und Dezentralisierung hin zu Energielösungssystemen, Energielösungen, die zur CO2-Neutralität beitragen werden. Und das, denke ich, ist eigentlich heutzutage ist unumgänglich, dass sich jedes Unternehmen Gedanken machen muss, wie sie die Produkte herstellt, was für einen Beitrag sie leisten zur CO2-Neutralität. Und unser Portfolio ist, würde ich mal sagen, was wir in der letzten Zeit uns erarbeitet haben, durch die Komponenten, die wir einerseits schon hatten, aber auch durch, ich sag mal, intelligente Zukäufe, die unsere Strategie unterzeichnen, ist bemerkenswert groß geworden. Sie sehen das auf der nächsten Folie. Und ich möchte hier einfach nochmal unterstreichen, wir sind hier im Wirtschaftsbeirat Bayern und wollen auch in Bayern die Produktionsstätten aufrechterhalten, Arbeitsplätze generieren. Und diese Kompetenzmatrix, die Sie jetzt da sehen, ist zu 60-70% wird hier wertschöpfend in Bayern hergestellt. Ich zeige Ihnen oben links, sehen Sie die kleine oder die Firma Hartec, ist eine Firma, die sich mit Elektrolyseuren befasst, quadratisch praktisch gute Elektrolyseeinheiten, die Sie direkt an die Windpark koppeln können, um so direkt Wasserstoff zu produzieren. Wasserstoff muss natürlich dann auch gespeichert werden oder wegtransportiert werden. Und Sie sehen hier, auch die Speicherung haben wir im Hause. Das ist eine Firma, die wir damals von Linde gekauft haben, Cryo in Schweden, die sich mit solchen Speichertanks, aber auch Tankstellen, es
muss ja auch getankt werden. Und wenn wir mal darüber nachdenken wollen, ob Nikola, LKW, dieses Startup-Unternehmen, das mit schlussendlich Fuel Cells, Brennstoffzellen, ihre Fahrzeuge, die LKWs betreiben will, da müssen die auch aufgetankt werden. Und somit haben wir hier eine Infrastruktur, die wir auch in unserem Hause haben. Wasserstofftransport ist ein Riesenthema natürlich. Ich muss dieses Molekül von A nach B zu transportieren. Und auch hier haben wir die Kompression. Mein Vorredner hat es ja auch gesagt, die Netzinfrastruktur, wenn sie dann gegeben ist, fließt ja nicht alleine. Sie brauchen zusätzlich alle 100, 150 Kilometer Druckerhöhungsstationen, um in die Speicher reinzukommen. Und auch da haben wir Kompressionsmöglichkeiten und Aggregate, die aus unserem Hause sind. Wenn Sie auf der rechten Seite sehen, die Power-to-X-Kompetenz, die Reaktortechnologie. Wir haben eine der größten Anlagen für unsere Schwesterfirma Audi in Werlte gebaut. Eine Komplettanlage, die über erneuerbaren Strom, Wasserstoff über Elektrolyse dann erzeugt, den dann verbunden mit einem Methanisierungsreaktor. Und auch hier wieder dieser Methanisierungsreaktor kommt aus Deckendorf, ich sage mal nicht unweit entfernt von München, 100 Kilometer Entfernung ungefähr. Das heißt, mit diesen Einzelkomponenten, mit den wichtigsten Komponenten, die man da braucht, so eine Power-to-X-Anlage zu bauen, sprich die Elektrolyse, den Methanisierungsreaktor und die Fähigkeit, Anlagen im Sinne einer EPC-Lösung zu bauen, das ist unsere Stärke. Sie sehen auch hier, wir beschäftigen uns, wenn Wasserstoff ein Geschäftsmodell werden wird, dann wird es nicht umhergehen, dass wir uns mehr und mehr mit Skaleneffekten beschäftigen müssen. Sprich, die Anlagen müssen größer werden, die müssen effizienter werden, die Teilkomponenten müssen optimiert werden im Sinne der Kosten und der Effizienz. Das heißt, solche Anlagen vorkonfektioniert, 50, 100 Megawatt Anlagen zu bauen, das ist unser Thema. Und warum tun wir das Ganze? Das sehen Sie in der Mitte. E-Fuels im Transport. Das ist einer unserer Hauptkunden heutzutage, die Marineindustrie. Wir haben gerade auch auf der Hannover Messe diskutiert darüber. Es gibt Industriebereiche, es gibt Sektoren, da ist es alternativlos, Wasserstoff oder Derivate von Wasserstoff, E-Fuels einzusetzen. Und einer dessen ist, deren ist natürlich die Schifffahrtsindustrie, die Hochseeschifffahrt. Ich habe vor einer Stunde dort dieses Beispiel auch schon genannt, wenn ich so ein Containerschiff, ein 20.000 Teu Containerschiff, das die Reise von Shanghai nach Rotterdam aufnimmt, mit Batterien ausstatten müsste, dann wäre die Ladekapazität fast bei null. Also das heißt, würde kein Container mehr zur Verfügung stehen, um transportiert werden zu müssen. Und das Gewicht der Batterien, die wir da drin hätten, wäre so schwer, dass das ganze Vehikel, das ganze Schiff schlussendlich unterging. Also es ist keinerlei eine Alternative heute in Sicht, um so einen großen Schiffsmotor durch eine neue Technologie zu ersetzen. Deswegen ist bei uns der Ansatz, um einen Beitrag an die CO2-Neutralität, an die Emissionen zu leisten, ist im Treibstoff. Das heißt, die Dekarbonisierung des Treibstoffes ist unumgänglich für unsere Kunden. Sie sehen das auf der nächsten Folie. 3% der weltweiten Emissionen werden durch die Schifffahrt verursacht, was durchaus ein stolzer Bereich ist. Ja. 90% der gehandelten Güter werden auf dem Seeweg aber auch transportiert. Das heißt, die Routen, die da betrieben werden von China nach Europa, von Europa nach USA, werden am effizientesten und es führt kein Weg dran vorbei mit Schiffen gemacht. Deswegen hier ganz klar unser Ansatz und unser Ziel, es lässt sich nur durch den Einsatz von CO2-neutralen Kraftstoffen erreichen. Die IMO, die Internationale Maritime Organisation, hat einen Fahrplan auferlegt, hat eine ganz klare Vorgabe gegeben, dass bis 2050 50% der jährlichen Emissionen, das heißt von den 3%,
müssen reduziert werden im Vergleich zu 2008. Und das ist natürlich technologisch gesehen nicht ein einfaches Thema, weil Sie müssen wissen, heutzutage sind 30.000 Schiffe im Betrieb und die sind immer noch im Betrieb über die nächsten 15 bis 25 Jahre. Das heißt, die Aufgabe von uns ist es, Motoren zu entwickeln, die CO2-neutralen Treibstoff einerseits für neue Schiffe verwenden können, aber auch retroperspektivisch die existierende Flotte. Das ist das Wichtigste des Transporteurs. Deswegen ein Beispiel hier, Wasserstoff für CO2-neutrale Treibstoffe zu verwenden, und das sehen Sie auf der nächsten Folie, ist für uns unumgänglich. Wir haben Kooperation, wir brauchen Partner dazu, die diese Schiffe auch bauen und die diese Motoren auch nehmen. So ein großer Zweitaktmotor, einfach damit Sie ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, über was für Dimensionen wir reden, der wiegt schlappe 2500 Tonnen, ist 27 Meter lang, ist 17 Meter hoch und hat rund, der größte, den wir jetzt haben, 120.000 PS. Das sind Riesenmonstern, die über 25 bis 30 Jahre im Betrieb sind. Zum Vergleich, was da technologisch dahinter steckt, so ein Motor, ein PKW-Motor, ein kleiner PKW-Motor, hat rund 2000 Betriebsstunden, bis Bauteile verschlissen sind. Ein LKW ist 20.000 Stunden im Betrieb, und so ein Schiffsantrieb, so will ich es jetzt mal nennen, hat 200.000 Betriebsstunden. Also immer Faktoren dazwischen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was es da heißt, so ein Aggregat zu entwickeln. Sie sehen hier in Kopenhagen, wo wir unsere Zweitaktmotorenentwicklung angesiedelt haben, sind wir im Moment dabei, bis 2024 einen Ammoniakmotor einsatzbereit zu bekommen. Ammoniak NH3, Sie sehen hier, ist ein synthetisches Produkt, was unter anderem sicherlich mit Biomasse oder auch erneuerbaren Quellen hergestellt werden kann, wie zum Beispiel Wind, Solar oder auch Wasserkraft. Und wie auch dem es hergestellt wird, hat Ammoniak keinen CO2-Fußabdruck und wird somit eigentlich auch bei der Verbrennung kein CO2, SOx oder NOx-Partikel durch die Verbrennung freigesetzt werden. Wir müssen aber schrittweise vorgehen, weil die Anforderungen an Wasserstoff, die Volumina, die wir hier dort brauchen, sind eminent groß. Die Schifffahrtsindustrie, die existierende Schifffahrtsindustrie braucht mehr als 250 bis 300 Millionen Tonnen an Treibstoff jedes Jahr. Das wiederum im Umkehrschluss kann natürlich ein Potenzial sein, um Großanlagen zu bauen, um diesen Treibstoff basierend auf idealerweise, sage ich jetzt mal, grünem Wasserstoff. Der Kollege hat vorher schon angesprochen, wir sollten über die Farbenlehre diskutieren, und das ist aus meiner Sicht auch wichtig, weil wir brauchen einen Fahrplan, wie man zum grünen Wasserstoff kommt. Und dafür kein Weg dran vorbei, dass wir uns über den grauen Wasserstoff, den blauen Wasserstoff und sicherlich auch Gedanken machen müssen. Auf der nächsten Folie sehen Sie der zweite Treibstoff, mit dem wir uns umschlagen müssen. Das heißt, hier die Emissionen reduzieren über Methanolantriebe. Und Sie sehen, das ist ein reelles Schiff. Also Methanolantriebe gibt es auch heute. Ja. Und von daher, die Technologie ist da. Was will ich Ihnen damit zeigen? Methanol, NH3 oder synthetisches Erdgas, LNG. Überall finden Sie das H2-Molekül. Deswegen ist es überhaupt nicht unsere Frage, dass wir den Wasserstoff oder das Wasserstoffmolekül überhaupt benötigen. Es ist die Frage, wie schnell kriegen wir das und in welchen Mengen ist es überhaupt verfügbar. Der Herr Schettler, und das finden Sie auf der nächsten Folie, hat das Beispiel von unserer Schwesterfirma genannt, wo wir auch dabei sind. Es ist ein Projekt in Chile, wo wir den Methanol-Reaktor, Sie sehen den in der Mitte, liefern. Das heißt, die Elektrolyse kommt von Siemens. Die Methanol-Synthese ist Teil, die wir liefern, um somit Porsche und hier speziell jetzt den 911er, die existierende Flotte
mit ja, CO2-neutralen mit Methanol zu auszustatten. Und auch hier wiederum, das Know-how kommt aus Bayern. Sie sehen hier Methanisierungsreaktor aus Deggendorf. Ist eine kleine, aber feine Unternehmung, die Synthesereaktoren macht, um CO2-neutrale Kraftstoffe herzustellen. Unsere Obergesellschaft, das finden Sie auf der nächsten Folie hier, Volkswagen selber am 22. April haben den Global Earth Day und als solches haben wir gemeinsam mit den über 600.000 ja, Mitarbeitern innerhalb dieses großen Konzerns haben wir ein Projekt gestartet, Project One Hour. Was heißt es? Schlussendlich wollen wir auch unseren Beitrag dazu leisten. Jetzt respektive jeder Mitarbeiter soll sich eine Stunde der Arbeitszeit nehmen und überlegen, wie er den CO2-Footprint persönlich verringern kann. Das heißt, Themen werden dort diskutiert hinsichtlich Klimaschutz, Klimawandel, CO2-Reduktion. Und dazu gehört natürlich aber auch, dass wir uns Gedanken machen innerhalb des Konzernes, wie kann ich solche Fahrzeuge, die Sie da rechts sehen, wirklich CO2-neutral darstellen und nicht nur im Betrieb. Dabei geht es natürlich auch um die Herstellung. Und Stahl in der Automobilindustrie ist ein wesentlicher Treiber, Kostentreiber, aber ist auch ein wesentlicher CO2-Treiber. Deswegen liegt es hier nahe und wir sind hier Teil der Arbeitsgruppe des Wasserstoffcampuses Salzgitter, um mit den Kollegen aus der Stahlindustrie aus grünem Wasserstoff grünen Stahl schlussendlich herzustellen, der dann in letzter Instanz hier von Volkswagen oder von anderen Automobilherstellern benutzt werden kann. Auch hier ist wiederum die Frage, gibt es andere Mittel und Wege, diesen Bereich zu dekarbonisieren? Heutzutage aus unserer Sicht eigentlich nicht. Deswegen hier Wasserstoff ist dort hier primär einzusetzen und in anderen Bereichen, wo man, ich sag mal, Windkraft, Windenergie direkt in der Batterie speichern kann, wie zum Beispiel hier in dem reinen PKW, dann sollte man den auch direkt nutzen. Aber Wasserstoff, und auch da ist wiederum die Diskussion, ist Wasserstoff das Champagner der Zukunft oder ist Wasserstoff das Öl der Zukunft? Wasserstoff muss zum Öl der Zukunft werden. Wasserstoff muss durch Skaleneffekte erschwinglich sein, damit das für jeden und für alle erschwinglich ist. Nun stellt man sich natürlich auch die Frage, was sind denn die Rahmenbedingungen, die man sich da geben muss, um Wasserstoff marktfähig voranzutreiben? Und das sehen Sie hier jetzt mal ein bisschen plakativ auf der nächsten Folie ganz kurz dargestellt. Für uns ist nicht die Frage, ob wir Wasserstoff brauchen oder CO2-neutrale Kraftstoffe. Es ist Usus. Für diese Anwendung, für diese Schiffe, für die Transportwege, die wir zurücklegen müssen, ist es unumgänglich, Wasserstoff als Energieträger zu benutzen. Aber Wasserstoff und speziell jetzt hier die Schifffahrt ist ein Enabler, um den Hochlauf und die Skaleneffekte darstellen zu lassen, weil nur wenn ich Wasserstoff in großen Mengen herstellen kann, über Großanlagen und so nicht so wie heute passiert über die kleinen 10 Megawatt oder mal eine 20 Megawatt Anlage. Wir reden in der Zukunft über Gigawatt an Elektrolyseleistung, die wir brauchen, die wir installieren müssen. Ob die von Siemens kommt, von ThyssenKrupp oder von uns, aus unserem Hause, das ist irrelevant. Es ist ein Hochlauf, der bewerkstelligt werden muss. Und Sie sehen hier, die Schifffahrtsindustrie alleine benötigt 300 Millionen Tonnen konventionellen Kraftstoff, den es gilt, durch Wasserstoffderivate zu ersetzen. Und aus dem Grund sagen wir schlussendlich auch, wenn die konventionellen Treibstoffe preislich ja immer noch niedrig sind gegenüber dem Wasserstoffderivat, ob das Ammoniak ist oder Methanol ist, dann müssen andere Mechanismen greifen. In anderen Ländern haben wir einen CO2-Preis und wir sind eigentlich auch der Meinung, dass wenn wir den Hochlauf von Wasserstoff beschleunigen wollen, dann brauchen wir einen angemessenen CO2-Preis. Und in diesem Sinne würde ich meinen Kurzvortrag abschließen und würde zurückgeben
an Herrn Kubasik. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Lauber. Also, da haben wir eine sehr interessante Perspektive gehört. Und wenn wir jetzt umschalten zur Industrie, die als Verbraucher sowohl Gedanken hat, wie kann ich meinen Rohstoff, der ursprünglich aus Rohstoffen kommt, ersetzen und gleichzeitig aber auch über die Energieversorgung nachdenkt, dann haben wir mit Sicherheit einen interessanten Vortrag für uns von Dr. Hartl. Herr Dr. Hartl, würden Sie einsteigen? Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kubasik. Zunächst mal auch für die Einladung zu diesem spannenden Thema, zu dieser Diskussionsrunde. Ja, die Vorredner haben es ja auch schon gesagt, der Hype des Wasserstoffs, sehen wir den auch in der Chemie? Und ich würde mal sagen, ja und nein. Also ja, natürlich, weil wir auch viele Möglichkeiten sehen. Und wir haben es vorhin auch gerade im letzten Vortrag von Herrn Lauber auch gehört, Wasserstoff als das Öl der Zukunft und erneuerbare, also Kraftstoffe, synthetische Kraftstoffe, da spielt die Chemie natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Ich sage bei Hype auch nein. Und zwar deswegen, weil der Wasserstoff natürlich in der chemischen Industrie schon über Jahre und Jahrzehnte eine ganz zentrale Bedeutung spielt. Und wir sind heute als Industrie letztlich der größte Verwender eigentlich von Wasserstoff. Und das ist im Wesentlichen eine stoffliche Verwertung, sei es etwa in der Raffinerie, Petrochemie, Ammoniaksynthese hatten wir schon gehört, oder im Methanol, oder als Reduktionsmittel in chemischen Prozessen. Und das machen wir zum Beispiel bei der Wacker Chemie. Sie sehen im Hintergrund Solarzellen. Wacker ist der führende, technologisch führende Hersteller für Polysilizium in Europa und in der Welt technologisch führend. Wir tun Solarzellen damit bereitstellen und auch die Chipindustrie beliefern. Die chemische Industrie, ich sagte es, ist heute einer der größten Verwender von Wasserstoff und der Bedarf wird in Zukunft deutlich zunehmen. Woran liegt das? Und das liegt eben auch daran, dass wir als Industrie in der Lage sind, mit Hilfe natürlich von kompetenten Ingenieuren, wie wir sie vorhin auch gehört haben, diesen Kohlendioxid umzuwandeln in Wertstoffe. Seien das etwa E-Fuels zum Beispiel, wie wir gehört haben. Und dazu sind chemische Prozesse notwendig. Entschuldigung. Was wir eigentlich vorhaben in den nächsten 30 Jahren mit der Defossilisierung der Industrie. In den letzten 100 Jahren war die chemische Industrie getrieben eigentlich von Reaktionen, wo ein Kohlenstoffderivat letztlich energetisch umgesetzt wurde. Es entstand CO2. CO2 immer war ein Nebenprodukt und war letztlich eine Triebkraft vieler dieser Reaktionen. Was wir heute machen wollen, um klimaneutral zu werden, ist im Grunde eine Umkehrung dieser Reaktion. Wir setzen CO2 als einen Rohstoff ein. Die gute Nachricht, das funktioniert. Die Herausforderung dabei ist, der Prozess ist wesentlich energieaufwendiger, weil vorher wurde Energie frei, jetzt müssen wir zusätzlich reinstecken. Und das ist eben auch gerade einer der Punkte, ich denke, wir werden danach auch darüber diskutieren, zum Thema Wirtschaftlichkeit. Deswegen ist erneuerbare, günstige Energie, sehr günstige Energie wirklich der Kerntreiber für diese Transformation. Ja, auf der nächsten Seite habe ich Ihnen nochmal mitgebracht eine Darstellung. Das ist aus der Agora Energiewende, klimaneutrales Deutschland, eine sehr empfehlenswerte und sehr lesenswerte und spannende Studie und auch sehr kompetent, wie wir meinen. Hier sehen Sie nochmal die Wasserstoffnachfrage, die hier prognostiziert ist bis 2050. Ich habe farblich nochmal markiert die Grundstoffindustrie. Und darunter sehen Sie dann den Bereich Eisen und Stahl. Und Sie sehen, im Jahr 2030, 2035 hat die Chemie und der Stahlsektor 50% eigentlich des Bedarfs in dieser Studie. Und wenn wir uns 2050 nähern, ist er immer noch bei 25%. Der Bereich Strom und Fernwärme zum Abpuffern von Dunkelflaute gewinnt hier in dieser Studie deutlich an Wert.
Was auch wichtig ist zu erwähnen, das sehen Sie auf der rechten Seite. Und wir haben ja auch ein bisschen über die Farbenlehre beim Wasserstoff schon gesprochen. Am Ende des Tages wird die Klimaneutralität natürlich nur erreicht werden, wenn wir einen grünen Wasserstoff einsetzen, beziehungsweise wenn es dann blau oder türkise ist, dass es wirklich sichere Methoden gibt, das zu speichern. Aber am Ende wird es die, auch um die Energiebedarfe zu decken, wird es um erneuerbare Energien gehen. Ja, und da sehen wir, das ist auch ein sehen hier den notwendigen mittleren jährlichen Zubau, der in der Agora Energiewende bis 2070 prognostiziert wird. Man geht davon aus, dass man bis zu 70% erneuerbare Energien braucht. Das sind dann 160 Gigawatt bis 2030. Wir haben letztes Jahr in Deutschland 5 Gigawatt zugebaut. Mal 10 landet man bei 50. Also das ist eigentlich nur ein Drittel dieses Wertes. Und ich glaube, das zeigt zwei Dinge. Zum einen zeigt es, dass wir von dem Anspruch, wo wir hinwollen, noch weit entfernt sind. Das heißt, die Politik muss auch hier Rahmenbedingungen schaffen, dass wir diese Ziele wirklich auch effizient erreichen können. Und der zweite Punkt ist, das haben wir bei den Vorrednern auch gehört, dieser Ausbau an erneuerbaren Energien, so wichtig er ist, er kann natürlich nicht das gesamte Problem lösen. Das heißt, wir werden immer auch einen Teil oder einen Großteil von Importen von Wasserstoff, von Energie, von Strom oder von Derivaten des Wasserstoffs sehen. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, dort habe ich einmal dargestellt, das sind letztlich Kernzentren in Deutschland von der chemischen Industrie. Und was Ihnen natürlich sofort auffällt, ist, die sind nicht alle an der Küste angeordnet. Das wäre aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht schlecht gewesen, wenn man das gemacht hätte in den letzten 100, 150 Jahren. Es ist natürlich historisch anders gekommen. So, das heißt, der Wasserstoffbedarf, der zum Beispiel durch Windkraft erzeugt wird an der Küste, dort müssen Wege gefunden werden, wie er eben auch in entlegene Orte unseres Landes gelangt. Jetzt nicht nur an der Rheinschiene, das ist ein bisschen näher am Meer, sondern auch in Südostbayern, wo wir unser Werk in Burghausen haben, das Chemiedreieck in Burghausen, aber auch Ludwigshafen ist doch einiges entfernt. Was wir auch sehen ist, der erneuerbare Strom wird, ich hatte es gerade erwähnt, auch mittelfristig natürlich knapp sein. Insofern werden wir eine Diskussion führen müssen, wie wir diesen Strom einsetzen und wie wir den daraus auch erzeugten Wasserstoff einsetzen. Unter dem Stichwort, wo kann ich ihn direkt einsetzen, wo kann ich ihn vielleicht auch stofflich einsetzen und wo muss ich ihn vielleicht unter energetischen Verlusten umwandeln. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz spannende Diskussion, die man dort in den nächsten Jahren einfach führen muss. Und ich hatte es auch erwähnt, der Import von erneuerbaren Wasserstoffprodukten oder erneuerbaren Gasen, das hatten wir vorhin auch gehört, das Stichwort, fand ich auch sehr, sehr passend, sehr treffend. Der ist essentiell notwendig und muss Teil einer solchen Strategie bis 2050 sein. Ja, gehen wir auf die nächste Seite. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mal mitgebracht. In der politischen oder in der öffentlichen Diskussion wird viel über Wasserstoff geredet. Wir glauben, man muss vorangehen und wir haben deswegen auch ein Projekt hier aufgesetzt vor einiger Zeit, um an unserem Standort in Südostbayern, in Burghausen, erneuerbares grünes Methanol herzustellen aus CO2 und aus grünem Wasserstoff. Das ist ein Projekt, was wir zusammen mit der Firma Linde und auch in Kooperation mit der OMV angehen wollen und was man dann auch modular ausbauen kann. Diese erste Ausbaustufe, von der wir reden, da redet man von einer 20 Megawatt Wasserelektrolyse. Wir haben das konzeptionell auf eine PEM-Elektrolyse auch abgezielt. Wir können damit 22.000 Tonnen CO2 aus einem Prozess bei uns im Werk absondern und daraus Methanol machen. Und für dieses Methanol gibt es dann verschiedene Möglichkeiten der Nutzung. Entweder man nutzt es stofflich ein, bei uns für weitere Produkte, wie etwa für Silikone. Man könnte sich vorstellen, dass man das
in der Raffinerie bei der OMV als Treibstoffzusatz benutzt oder auch für die Produktion von synthetischen Kraftstoffen oder Flugtreibstoffen nutzt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir haben das als ein modulares Konzept aufgebaut und uns damit auch beworben beim EU-Innovationsfonds, sowohl für eine Investition als auch für eine laufende Förderung. Warum machen wir das mit der Förderung? Da komme ich damit auf die nächste Seite. Und auch das war bei meinen Vorrednern schon in dem einen oder anderen Fall auch erwähnt. Und ich hatte es vorhin gesagt, die Wasserstofftechnologie und die Nutzung von CO2 dreht bestehende Prozesse auf den Kopf und ist energieintensiver. Deswegen ist es wichtig, dass die Energie zu günstigen Preisen zur Verfügung steht. Und das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht an diesem illustrativen Beispiel der Methanolherstellung in unserem Projekt. Das nennt sich RIME, Bavaria Renewable Hydrogen and Methanol. Ganz links die Annahme, man bekommt Strom für 70 Euro pro Megawattstunde. Das ist ein Preis, der für viele industrielle Anwender eigentlich sehr hoch attraktiv ist und der eigentlich nur geht, wenn sie EEG-befreit sind. So, also viele würden sagen, ist ja gar nicht schlecht, 70 Euro pro Megawattstunde. Wenn Sie den einsetzen, und das sehen Sie dann links, dann sind bereits eigentlich Ihre Stromkosten teurer als den Umsatz, den Sie erzielen können mit dem Methanol, was Sie erzeugen. Und wir haben hier schon eingerechnet, das ist nicht jetzt Methanol für Standardanwendung, sondern für Anwendung, wo auch höhere Preise gezahlt werden. So, das heißt, deswegen ist eine Förderung insofern absolut notwendig, wenn Sie bei solchen Strompreisen etwas produzieren wollen. Ganz rechts sehen Sie jetzt die Rechnung gemacht mit einem Strompreis von 40 Euro pro Megawattstunde, wo wir glauben, das ist ein international vergleichbares, kompetitives Niveau, wo man auch in Deutschland bei industriellen Prozessen nach wie vor wettbewerbsfähig wäre. Und Sie sehen, hier kämen Sie damit auch ohne eine Förderung aus. Und wir hatten das spannende Beispiel, Herr Schnettler aus Patagonien. Klar, mit 16 Euro US-Dollar pro Megawattstunde kann man sich vorstellen, da kann man dann solche Projekte auch betreiben, Methanolherstellung ohne eine Förderung. Aber uns war wichtig, wir wollen ja unter dem Konzept der Defossilisierung keine Deindustrialisierung in Deutschland betreiben. Und insofern ist es, glaube ich, absolut wichtig und essentiell, dass wir auch in Deutschland solche Projekte zum Laufen bringen. Ja, lassen Sie mich auf die Folie kommen. Und das ist eigentlich auch schon meine Zusammenfassung. Wasserstoff spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle in der Defossilisierung der Industrie. Und wir glauben, dass am Ende muss es ein grüner Wasserstoff sein. Ich bin absolut bei allen meinen Vorrednern, dass wir Übergangsphasen brauchen mit der Klaviatur des Farbspektrums beim Wasserstoff. Aber am Ende muss es grüner Wasserstoff sein. Und deswegen darf der Ausbau der erneuerbaren Energien, der muss beschleunigt werden. Der ist aus unserer Sicht noch viel zu zaghaft. Und wir sehen, dass andere Länder, allen voran China, die strategische Bedeutung eines massiven erneuerbaren Energienausbaus viel besser erkennt, viel effizienter umsetzt. Das mag bei denen auch leichter sein, das ist schon klar. Aber am Ende, ich glaube, das Land, was als erstes realisiert, dass eine große Menge günstiger grüner Strom erzeugt wird, die werden viele Wettbewerbsvorteile haben. Und ich glaube, da müssen wir uns als Deutschland, als Bayern und auch als Europa wirklich wirklich ernsthafte Gedanken machen und ins Handeln übergehen. Zweiter Punkt, Wettbewerbsfähigkeit. Gerade beim Thema Wasserstoff und der Erzeugung von Wasserstoff kommt es auf attraktive Strompreise an. Das Gleiche gilt hier unisono, nicht nur für die chemische Industrie, das gilt genauso natürlich für den Metallsektor, für die Stahlherstellung mit Wasserstoff. Wir machen uns sehr stark dafür, dass es in Deutschland oder in Europa zu einem Industriestrompreis kommt, wo langfristig mit Planungssicherheit für die Industrie ein Preis von 40 Euro pro Megawattstunde beziehungsweise 4 Cent pro Kilowattstunde gewährleistet wird.
und auch staatlich gefördert wird. Und der dritte Punkt, ich glaube, das ist auch wichtig und ist vielleicht auch ein interessanter Diskussionspunkt für heute. Regulatorisch sind wir in Deutschland und auch in Europa, ich denke, häufig etwas kompliziert aufgestellt. Und ich möchte da nur das Beispiel nennen. Bei unserem Projekt, die Definition von grünem Wasserstoff, abhängig in welche Endanwendung das dann geht, wenn das in den Treibstoffsektor geht, dann muss, ich sage es jetzt mal salopp, der Strom besonders grün sein. Dann darf er nicht aus existierenden grünen Quellen kommen. Dann müssen es zusätzliche grüne Projekte sein für Strom. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, ob wir uns da nicht vielleicht auch auf der einen oder anderen Seite eigentlich ein Bein stellen und solche neuen Technologien einfach nicht beschleunigen, sondern eher verlangsamen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion und auch auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Herr Hartl, und vielen Dank an alle Vorredner auch. Ich darf erinnern, dass Sie im Chat Fragen eingeben können und Herr Schindler von Lobeco wird mich darauf hinweisen, wenn wir Fragen dort haben. Ich würde gerne mit einigen Fragen beginnen, die hier schon angestoßen sind, im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit, aber auch die Frage Importe. Herr Schnettler und Herr Lauber, Sie sind ja beide Produzenten von Wasserstoff. Und ich weiß, dass Sie nicht nur daran denken in Deutschland, Sie haben schon Chile erwähnt zum Beispiel. Und manche Sonnen- und Windländer denken lebhaft darüber nach, Wasserstoff zu produzieren für uns. Und das entweder mit LNG-ähnlichen Tankern oder über Pipelines zu uns zu schicken. Oder auch über Stromleitungen, wenn wir es in Form von Stromumwandlung sehen wollen. Gibt es eine Strategie für Sie, Herr Professor Schnettner, wo Sie sagen, ja, wir haben Länder ausgeguckt, in denen wir wahrscheinlich produzieren werden? Und dieselbe Frage auch an Sie, Dr. Lauber. Ja, danke natürlich für die Frage. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also wir produzieren üblicherweise nicht selber den Wasserstoff, das machen unsere Kunden. Ich glaube, ähnlich ist es mit dem Dr. Lauber auch. Also wir fokussieren uns auf die Anlagen, auf die Infrastruktur. Dann auch, wie im Beispiel Chile, wie wir es vorhin erwähnt hatten oder diskutiert hatten, sind wir in der gemeinsamen Projektentwicklung aktiv. Wir setzen aber einen Fokus darauf, dass wir letztendlich die Anlagen zur Verfügung stellen, also sei es das System oder auch komplett als Turnkey-Projekt. Das hängt dann davon ab, in welchem Land wir wie unterwegs sind. Aber üblicherweise machen wir das mit Partnern. Zu Ihrer Frage, haben wir bestimmte Länder? Ja, selbstverständlich. Zunächst einmal, wir möchten mit auch deutscher Unterstützung und in Deutschland und in Bayern, wir sind ja auch sitzen in Erlangen mit unserer Fabrik, wollen wir die Technologie weiterentwickeln. Es ist, glaube ich, das große Ausrufezeichen, dass wir die Technologie heute sichern und das gemeinsame Ziel, glaube ich, verfolgen, Exportweltmeister auch auf dem Gebiet der Wasserstofftechnologie zu werden. Dazu kommt eben das Thema, wo finden Sie die ersten Pilotprojekte oder auch größere Projekte? Das können Sie einmal dort machen, wo Sie einen entsprechenden Abnehmermarkt haben. Das ist heute gar nicht so einfach. Oder eben, wo Sie gehen dorthin, wo die Gestehungskosten extrem niedrig sind. Das wäre beispielsweise jetzt in Chile oder wenn wir über synthetisches Kerosin reden, dann machen wir das in Abu Dhabi. Also Europa, Deutschland, wenn es um den Abnehmermarkt geht, Herstellung dann insbesondere die sonnen- und windreichen Länder. Ganz ehrlich, ein windreiches Land ist mir lieber als ein sonnenreiches Land, weil ich nämlich letztendlich drei Komponenten haben, die mein LCOH, also Levelized Cost of Hydrogen, definieren. Das ist Kosten des Stroms, die Benutzungsdauer und dann kommt erst Kosten für die Infrastruktur. Das heißt, ich habe diese beiden Optionen. Sie erwähnten schon Wind lieber und vielleicht machen Sie unsere Zuhörer auch vertraut mit der Idee, dass Sie ja Windturbinen, die direkt Wasserstoff liefern, planen. Also Elektrolyse direkt in der Turbine. Eine Idee, die sich noch nicht so weit verbreitet hat. Ja gut, da haben Sie absolut recht. Wenn ich das sofort ergänzen darf, Kubasik, denn
Wir haben bei der Offshore-Windenergie haben wir häufig das Problem der Anlandung. Offshore-Wind ist eine tolle Sache, ist nicht ganz einfach zu beherrschen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Aber wenn ich ans norddeutsche Wattenmeer denke, da ist das Right of Ways, ist da gar nicht so einfach. Das heißt, es ist durchaus eine sehr interessante Alternative, offshore dann auch den Wasserstoff zu erzeugen. Das können Sie machen zentral auf einer Wasserstoffplattform oder auf einer künstlichen Insel. Das ist auch nicht morgen oder übermorgen. Oder auch den Weg, den wir jetzt hier beschreiten. Wir gehen in der nächsten oder in der neuesten Generation unserer Offshore-Windturbinen, die haben in der Größenordnung 14 Megawatt heute, 15 Megawatt in Zukunft, werden wir dann direkt 10 bis 15 Megawatt Wasserstoffelektrolyse pro Windenergieanlage haben. Also die Windenergieanlage liefert nicht Strom, sondern Wasserstoff. Das wäre die andere Applikation. Brauchen wir aber noch ein paar Jährchen, bis das wirklich dann zu einem profitablen Geschäft für uns wird. Mhm. Herr Lauber, darf ich in derselben Richtung fragen? Sie haben mit Sicherheit auch schon an die entsprechenden Länder gedacht, in denen Ihre Technologie Abnehmer findet, die uns dann entweder Wasserstoff oder Wasserstoffderivate liefern wollen. An welche Länder denken Sie? Ja, herzlichen Dank, Herr Grubasik, für die Frage. Natürlich gibt es Länder, und wenn ich global, wir sind ein globales Unternehmen, hier auf die Landkarte gucke, muss ich mich schon manchmal ein bisschen ärgern über die deutsche Politik als solches. Es klingt jetzt ein bisschen frech, aber wir reden sehr viel darüber und setzen nicht um. Da sehe ich deutliche Vorteile in anderen Regionen, die vieles, vieles mehr von dem machen und ein größerer Markt. Und ich denke, es geht in die Richtung, wie es Herr Schnettler eigentlich auch schon gesagt hat, Sonnengürtel oder dort, wo Windregionen sind und damit meistens auch verbunden, ist das Thema der Regulierung. Also dort sind die Randbedingungen, die Rahmenbedingungen ganz anders gesetzt. Es gibt Regionen, ich meine, vielleicht hören Sie es in Ihrem Dialekt, ich bin nicht direkt ein deutscher Genosse. Ich habe lange in der Schweiz gelebt. Da haben sie einen CO2-Preis von 120, 130 Schweizer Franken. Und dementsprechend sind die Entstehungskosten eines grünen Wasserstoffs natürlich ganz, ganz anders. Herr Hertel hat es gezeigt. Ja, er fordert 4 Cent die Kilowattstunde. Ja, ich habe vorhin an der Hannover Messe gesagt, es gibt Regionen, da kriege ich den Strom als Input für die Elektrolyse für 1 Cent, US-Dollar-Cent, so muss ich es korrekterweise sagen, und wird nicht noch zusätzlich über die EEG-Umlage bestraft, weil das ist ein Absurdum, was wir da treiben. Das bestraft jegliche neue Technologie. Das heißt, ohne jetzt hier Länder zu nennen, gibt es durchaus Länder, wo wir einige Anlagen schon verkauft haben, wohingegen wir hier in Deutschland immer wieder um den heißen Brei rumreden, weil am Ende des Tages, es führt kein Weg dran vorbei. Wenn wir es nicht schaffen, Wasserstoff wirtschaftlich herzustellen, dann wird uns das nicht gelingen. Die Subventionen, die können nur Anstoß sein von dessen, dass die ganze Maschinerie ins Laufen kommt. Wir müssen weg, in Deutschland über Kleinanlagen zu diskutieren, sondern große Skaleneffekte mal machen, 50, 100 Megawatt, sodass dann auch die Infrastruktur mit aufgeht. Mhm. Vielen Dank, Herr Laubert. Herr Last, darf ich Sie zu dem Thema Gasnetz und Importe auch fragen? Sie haben ja international eine sehr weitreichende Zulieferung heute. Wird sich das in Zukunft ergeben, dass Sie Wasserstoff importieren mit Hilfe Ihres Gasnetzes? Und wahrscheinlich, wenn wir überhaupt darüber reden wollen, wird das wahrscheinlich blauer Wasserstoff sein, denn wir wollen keinen grauen Wasserstoff, der die CO2-Abspaltung in die Luft gehen lässt. Also CO2 eingefangen und gespeichert oder über Pyrolyse. Wird es solche Importe geben und erwarten Sie das in Ihrem Gasnetz? Ja, vielen Dank für die Frage. Natürlich. Also die Antwort ist ein ganz klares Ja. Also das hatte ich ja vorhin auch nochmal, und das haben ja die Vorredner auch alle gesagt, nochmal mit meinen Folien dargestellt. Die große Menge, die wir derzeit importieren und die wir auch brauchen, um eine sichere Energieversorgung in allen Dimensionen darzustellen, also nicht nur für die industriellen Prozesse, sondern eben auch für den Wärmemarkt, für den Verkehr, für alles das,
Diese Menge werden wir definitiv nicht selber produzieren können, sondern wir werden sie importieren müssen. Ja, wir perspektivisch brauchen wir den grünen Wasserstoff. Ich glaube, da sind wir uns hier auch alle einig. Gleichzeitig muss er bezahlbar sein. Das ist schon ein Dilemma, in das wir dann reinkommen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir das gesamte Farbspektrum. Und wir hatten vorhin ganz kurz ja in der Vorbesprechung auch mal über Pyrolyse gesprochen. Also vielleicht müssen wir auch weg von der Farblehre hin zu, wie ist denn der Fußabdruck eines klimaneutralen Gases? Vielleicht muss man dem klimaneutralen Gas auch einen Wert zukommen lassen, dass man sagt, was ist eigentlich ein grünes klimaneutrales Gas, was ist grau und was ist violett? Und ingenieurstechnisch mal mit Werten hinterlegen. Sonst, irgendwann sind uns die Farben auch aus und wir wissen nicht mehr, wovon wir sprechen. Aber bei der Pyrolyse ist es mir nicht eingänglich. Wenn ich es dann groß industriell irgendwann mal hinbekomme, ja, soweit sind wir noch nicht, den Kohlenstoff abzuspeichern, also das ist ja das Gute an Methan, das ist CH4, ja, das ist eigentlich Wasserstoff und ein doofes Kohlenstoffatom ist da drin. Und wenn wir es schaffen, das in fester Form abzuspeichern, ne, dann ist es doch auch klimaneutral. Also dann ist mir ein völliges Rätsel, warum wir das nicht als grünen Wasserstoff oder als CO2-neutrales Gas importieren sollen oder können sollten. Und ich glaube ja, auch eine Gazprom, die natürlich einer der wichtigen Lieferanten von uns ist, nicht nur, aber einer der wichtigen, die werden alles dran setzen, um solche Themen auch voranzutreiben. Die wollen uns in 2050 auch noch mit klimaneutralen Gasen beliefern. Und so gesehen haben die auch ein großes Interesse, so ein Thema voranzutreiben. Also ich will sagen, die klare Antwort auf Ihre Frage ist, ja, wir werden das importieren. Und wir werden es auch versuchen, sozusagen so zu verteilen, dass es bei jedem, der es braucht, ankommt. Darf ich die Frage, vielen Dank, darf ich die Frage an den Chemiker weitergeben? Herr Hartl, die Idee, türkisen Wasserstoff zu machen. Jeder von uns weiß, die chemischen Prozesse sind relativ energieintensiv. Wird das? Wie sehen Sie die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu blauem und grünem Wasserstoff, wenn man über diese Idee nachdenkt? Also ja, also ich gebe Herrn Last natürlich recht. Das ist, wenn das gelingt, ist das natürlich eine schöne Geschichte. Und den Kohlenstoff kann ich ja de facto speichern. Man muss ja überlegen, es sind natürlich immense Mengen an Kohlenstoff, die dabei entstehen. Aber es ist kein Gas, es ist ein Feststoff. Das ist sicherlich ein Vorteil fürs Handling. Ich bin kein Experte in der Frage der Methanpyrolyse. Wir wissen, dass die BASF sich sehr stark da bemüht und sehr stark auch forscht. Bis jetzt, sage ich mal, ist der industrielle Durchbruch bei der Thematik noch nicht da. Und insofern stelle ich mir die Frage, ich glaube, wir sollten technologieoffen uns das weiter angucken. Ob es aber die zentrale Lösung werden wird, habe ich aus heutiger Sicht noch Fragezeichen. Ja, vielleicht bringt uns das generell zu der Frage der Wirtschaftlichkeit. Herr Schneidler, Sie haben schon gezeigt, eine Vision mit der billigsten Form von Wasserstoff gleichzuziehen, nämlich grauen Wasserstoff. Ich vermute blauer Wasserstoff und alle anderen Farben werden etwas teurer sein. Aber offensichtlich sagen Sie, da kann man mit grünem Wasserstoff hinkommen. Umgekehrt, wenn ich das auch an Herrn Lauber und Herrn Hartl weitergebe, wo müssen wir wirtschaftlich hinkommen? Was sind die Hauptfaktoren, die wir dazu brauchen, um wirtschaftlich Wasserstoff für die Wirtschaft zu erzeugen? Vielleicht fange ich dann einfach an. Die erste Frage ging an... Also ich glaube, die Vision ist gar nicht so sehr Vision, die Preisparität oder Kostenparität hinzubekommen, sondern ein erklärtes Ziel. Hängt aber dann natürlich sehr stark eben von diesen drei Rahmenbedingungen ab. Ne? Grüner Strompreis ist Ausnutzungsfaktor, letztendlich die Infrastruktur selbst. Jetzt kommt aber der wichtige Faktor, warum ich dennoch der Meinung bin, dass wir auch Grünwasserstoff in Europa oder in Deutschland auch produzieren werden. Es nutzt uns ja nichts, wenn wir Megatonnen oder Hunderttausende von Tonnen an grünen Wasserstoff in Patagonien haben oder in Saudi-Arabien oder in Australien. Wir müssen ihn transportieren. So, und dann kommen jetzt die nächsten Schritte. Und wenn dieser Kraftstoff oder dieses Derivat auch grün sein soll, dann brauche ich entweder dann, wenn ich über Ammoniak rede, dann brauche ich Air Separation Units letztendlich lokal, oder wenn ich Methanol oder dann synthetische Kraftstoffe, E-Kerosin und dergleichen entwickle, dann brauche ich auch diese Infrastruktur lokal oder ich brauche zumindest eine CO2-Quelle,
die wir auch als, ich sag mal, quasi grün titulieren würden. Und dann kommen die Transportkosten. Also wir reden, müssen vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht sagen, also wie gerade, ich habe 1,5 US-Dollar pro Kilogramm Wasserstoff und bei Wacker erwarte ich das dann an meiner Grenze in Burghausen oder so. Ne? Das so einfach ist es ja nicht. Da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Aber dennoch müssen wir, und das ist das Ziel, und auch mit den, und Herr Dr. Lauber hat das ja gesagt, mit dem CO2-Preis. Also ich denke, das, was wir heute in der Schweiz haben, das wird sich über die Zeit weltweit auch durchsetzen. Ne? Ob es dann 120 Schweizer Franken sind oder was auch immer, da muss man halt sehen. Aber wir werden definitiv Emissionen, werden wir stärker bepreisen müssen. Und ich hoffe, das erfolgt auch dann eben global oder zumindest europaweit. Und das ist ein regulatorisches Thema. Aber es geht nicht, dass wir hier über einen, ich sag mal, grünen Wasserstoff oder CO2-freien Wasserstoff oder Derivate reden, die nicht wettbewerbsfähig sind. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir tun gut daran, dass wir beschleunigen. Ich glaube nicht, dass unser Problem in Europa liegt oder in den Vereinigten Staaten, als ich denke, den nächsten Markt, der sich entwickeln wird, sondern die Wettbewerbsintensität, die uns aus China erwarten wird. Dort sehe ich, wenn ich mir den Fünfjahresplan ansehe, dort sehe ich eine Entwicklung und eine Geschwindigkeit, die mich als Ingenieur, ich sag mal, herausfordernd in die Zukunft schauen lässt. Danke. Ja, vielen Dank. Herr Lauber, darf ich Sie zum Fragen Wirtschaftlichkeit noch einmal um ein Statement bitten? Auch ein bisschen Perspektive. Ja, wann glauben Sie, werden wir wettbewerbsfähig in diesen Wasserstoff- und Wasserstoffderivaten sein? Also wie gesagt, Herr Schnettler hat ja das meiste von dem eigentlich, und die Meinung teile ich. Die Rahmenbedingungen müssen halt erstmal auch richtig geschaffen werden. Und wie gesagt, ich bin Vertreter im Nationalen Wasserstoffrat und stelle mir schon manchmal die Frage, als Industrievertreter, Simon, Sie sind ja auch dabei, wie lange wollen wir noch drüber diskutieren? Eigentlich kennen wir die Schnellschrauben. CO2-Bepreisung haben wir diskutiert, wissen wir nicht schon seit gestern oder heute. Wir kennen das Thema mit der EEG-Umlage, die uns eigentlich behindert, den Strompreis so in die Region zu bekommen, wie es Ihnen, Herr Hertel, auch Spaß macht, die 4 Cent oder sogar drunter. Und wenn Sie diese zwei Sachen schon mal haben, haben Sie schon mal die halbe Miete. Wir sind da noch nicht in der Region, die wir genannt haben, 1,5 US-Dollar pro das Kilo, aber vielleicht 2,50, wie auch immer. Nächste Stellschraube ist die Anlagengröße, die Technologie, die dort verbaut wird. Ich sage mal, auf der Elektrolyse-Seite sind noch einiges an Potenziale zu heben, um diese Gesamtanlage effizienter voranzutreiben. Ich kann aus meinem eigenen Bereich berichten, die Anlage, die wir 2013 in Werte gebaut haben für Audi, den Methanisierungsteil, den würden wir heute 30% kleiner bauen, preiswerter bauen und mit 40% Effizienz erhöhen. Das sind nicht nur Schlagworte, sondern die kann man beweisen. Ich bin der Meinung, die Technologie auf der Elektrolyse-Seite ist noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Da gibt es auch noch einiges mehr rauszuholen. Und dazu braucht es aber reelle größere Projekte. Ich wiederhole mich. Mhm. Herr Schettler hat vieles auch schon gesagt von dem, lasst uns mal anfangen in Deutschland. Wir haben alles, was es braucht. Die Ingenieurskunst, namhafte Unternehmen, wir können gemeinschaftlich und wir arbeiten gemeinschaftlich zusammen. Siehe das Thema Porsche, das machen wir zusammen. So, und wenn wir da unsere Köpfe zusammentun, dann kann das auch ein Exportschlager werden. Ja, vielen Dank. Darf ich zum Schluss Herrn Hartl zu einem Schlussstatement bitten und dann die anderen Redner auch dazu fragen. Wenn wir der Politik eine Nachricht senden wollten aus dieser Diskussion, was ist die wichtigste Nachricht, die wir dort weitergeben wollen? Denn heute ist der Energiemarkt ja sehr stark reguliert und von der Politik mitbestimmt und auch die neuen Technologien werden politisch beeinflusst. Welche Nachricht wollen wir an die Politik geben? Herr Hartl, bitte. Ja, danke. Ich glaube, die Antwort oder die, was wir der Politik sagen können. Ich würde anfangen mit den, was sind die positiven Dinge? Die positiven Dinge sind, wir haben die richtigen Ingenieure, wir haben die richtigen Chemiker, wir haben die richtigen Technologien, um die Klimaneutralität hinzubekommen.
Das finde ich extrem positiv und extrem gut. Und meine beiden Vorredner haben das eben auch gerade ja auch nochmal bestätigt. Wir brauchen günstige Energie. Wir brauchen verdammt günstige Energie, und zwar in einem Ausmaß, wie viele sich es in der Politik, glaube ich, heute noch gar nicht vorstellen. Es geht nicht darum, die heutige Energie einfach erneuerbar zu machen, sondern es geht darum, viel mehr Energie bereitzustellen. Dann werden sich die Technologien, über die wir heute geredet haben, die werden sich bezahlt machen. Weil da bin ich auch bei Herrn Schnettler absolut. Wir brauchen Wettbewerbsfähigkeit. Wir wollen nichts, was über Dauer subventioniert wird. Aber die Technologien sind da. Es gibt Regionen in der Welt, wo sie heute den Strom zu den besagten Preisen auch unter 4 Cent pro Kilowattstunde herstellen können. Und da muss die Politik handeln. Wir brauchen einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energie in Deutschland und in Europa. Danke. Würden Sie sich wünschen, von der Politik, damit wir schneller vorankommen mit dem Thema Wasserstoff? Jetzt, wen haben Sie aufgerufen? So, Herrn Schnettler wollte ich fragen. Okay. Ah, okay, ja, herzlichen Dank. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich dachte, dass vielleicht der Herr Last oder so. Die Frage war, was wünschen Sie sich von der Politik, damit wir mit diesem Thema schneller vorankommen? Also zunächst einmal der Weg, den wir eingeschlagen haben, auch mit der nationalen Wasserstoffstrategie, ist richtig. Punkt. Ich glaube, da kann man ein großes Ausrufezeichen machen. Auch den nationalen Wasserstoffrat ist auch richtig. Wird manchmal ein bisschen viel diskutiert. Und jetzt kommen wir zum Problem. Die Umsetzungsgeschwindigkeit. Ich meine, Sie können mit dem Altmaier reden oder mit dem Feicht oder mit dem Herdan oder einfach nur um 3 Namen zu nennen. Man bemüht sich ja auch. Das, was wir aber in der Bundesregierung insgesamt haben, oder was mir fehlt, ist der Pragmatismus. Anstatt dass wir umsetzen und jetzt wirklich mal ein paar große Projekte aufsetzen, da reden wir darüber, ist der grüne Strom, den wir über ein Power Purchase Agreement für das ein oder andere, ich sag mal, Pilotanlägchen, dann 20 Megawatt, 50 oder vielleicht auch mal 100 hinbekommen, ist das zusätzlicher grüner Strom oder war der vielleicht schon da? Und also da fehlt mir jegliche Art des Pragmatismus und der hilft uns überhaupt nicht weiter. Das heißt, Geschwindigkeit brauchen wir in der Umsetzung des alles. Vielen Dank. Herr Last, darf ich Sie fragen dazu? Genau, ich würde noch einen Zusatzpunkt aufmachen. Wir brauchen Technologieoffenheit. Also wovon ich nichts halte, ist von Denkverboten, sondern wir sollten klare Zielvorgaben bekommen. Die kriegen wir auch von der Politik, die ist wunderbar. Und wir sollten alle Wege, die dazu führen, offen lassen. Am Ende muss die Energie sicher sein, sie muss bezahlbar bleiben. Ich will aber einen kleinen Impuls setzen, dass ich sage, weil wir so viel über die EEG auch gesprochen haben, ich glaube anders als die Vorredner. Also das EEG-System war ja auch ein Erfolgsmodell. Immerhin haben wir es geschafft, Photovoltaik und Wind, die vor 20 Jahren genauso weit weg waren vom Markt wie das, über das wir jetzt gerade reden, über eine sehr intelligente Umlagesystematik fast wettbewerbsfähig zu machen. Jetzt kann man ja davon lernen und kann sagen, was war davon schlecht und wie muss ich sozusagen es in die Zukunft weiterdenken, dass ich dieselben Fehler nicht nochmal mache. Ich glaube nur, wir brauchen auch intelligente Systeme von der Politik, damit wir die Ärmel hochkrempeln dürfen und anfangen können, ohne dass wir jetzt so doll auf die Wirtschaftlichkeit achten müssen. Vielen Dank. Herr Lauber, ich vermute, das geht auch in Ihre Richtung. Wenn Sie noch ein Schlusswort dazu sagen wollen. Ja, nur einen Satz. Ich denke, die Vorredner haben es gesagt. Einfach mal machen, weniger reden, umsetzen. Mehr brauche ich nicht dazu sagen. Ja. Ein gutes Schlusswort. Wir sind offensichtlich an der Schwelle, wo Wasserstoff reif ist für die Anwendung und wir jetzt nach den besten Einstiegen suchen. Mit politischem Rückenwind müsste das möglich sein. Sowohl Strompreise wie CO2-Preise im Emission Trading System werden dabei eine Rolle spielen. Wir sind beide sehr politisch bestimmt. Vielen Dank für alle Ihre Beiträge. Unseren Zuhörern vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, Sie haben alle einen schönen Abend. Und wir kriegen dieses Thema in nächster Zeit häufiger im Zusammenhang mit Machen und nicht nur diskutieren. Danke. Herzlichen Dank.